Hallo Leute, heute zeige ich euch eine PC-Zusammenstellung, die für Office-Anwendungen, aber auch einfache Spiele vollkommen ausreichend ist. Der Augenmerk wurde gelegt auf den günstigen Preis von unter 180 Euro und aber auch, dass man ihn später ziemlich gut upgraden kann für wenig Geld. Fangen wir an mit dem Gehäuse. Intertech Butterfly 2011. Es ist günstig, also unter 25 Euro und es hat noch ein 400 Watt Netzteil dabei. Normalerweise kostet ein Netzteil allein schon so viel. Dann der Prozessor, ein AMD A4 4020. Das Besondere hier ist, dass ein Grafikchip schon drin ist in dem Prozessor und der Grafikchip ist im Grunde besser als alles, was man auf einem Mainboard normalerweise hat als Grafikchip. Also man kann wirklich Spiele damit spielen. Vielleicht nicht die allerneuesten und auch nicht die höchste Auflösung, aber es müsste ausreichen für ältere Spiele. Was hier auch noch dabei ist, ist ein Kühler. Also muss man den auch nicht neu kaufen. Dann die Festplatte ist eine Solid State, also die ist schneller als eine normale Festplatte. 64 GB müsste eigentlich ausreichend sein für das Betriebssystem und ein paar Dateien. Der Arbeitsspeicher ist 4 GB und der Takt ist 2133. Und warum ich das gemacht habe, ist folgendes. Den kann man ja später immer noch upgraden auf Dual Channel und 8 GB. Aber wichtig ist hier der Takt für den Grafikchip im Prozessor drin. Weil je höher die Frequenz ist, desto besser ist dann der Grafikchip vom Prozessor. Also das wird auch APU genannt, Accelerated Processing Unit. Also dass da Grafik und Prozessor in einem ist. Und mit einem höheren Takt bekommt man halt bessere Grafik. Dann hier das Mainboard. Gigabyte, GA, bla bla bla. Das Wichtige hierbei ist, dass es den hohen Takt vom RAM unterstützt. Und der Chipsatz ist der neueste von dem FM2 Plus. Und FM2 Plus, das ist auch kompatibel mit dem FM2 Prozessor, weil abwärts kompatibel zum Prozessor ist es, aber wenn der Prozessor jetzt FM2 Plus wäre und das Mainboard FM2, dann würde es nicht gehen. Also, das war's eigentlich. Für 179,13 Euro bekommt man eigentlich was richtig Gutes. Man kann später auch noch upgraden, also man kann entweder sich dann einen AMD A10 holen und den RAM aufrüsten. Oder man holt sich einfach komplett einen neuen Prozessor wie ein X4 860K, glaube ich. So heißt der. Und dazu noch eine separate Grafikkarte. Dann hätte man natürlich das Maximum an Leistung, aber ein AMD A10 mit höheren RAM wäre halt billiger. Ja, das war's. Wenn es euch gefällt, lasst einen Kommentar da. Oder wenn es euch nicht gefällt, lasst auch einen da. Bis dann.